So, Maske auf. Brauchst du eine Maske? Ja. Na dann erstick ich ja. Ja, wenn du sitzt, brauchst du keine Maske. Ey! Der nächste ist da, ey. Wahnsinn, die ist halt der. Wir sind alle verwässert. Wie geht's dir, Mann? Naja, aktuell geht's dir. Das ist die schiedrische Elite. Aber das ist die Elite. Das ist die Elite. Maske, hör auf zu jammern, geh rein und schrei. Okay, pass auf. Nicht. Nicht sagen, ich will die Frage nicht, ich will nur dich. Einmal, ja, geht das so. Wie lange habe ich Zeit jetzt? 10 Minuten. 10 Minuten? 5 Minuten. Ja, ich mach's euch in 4. Schreib schon mal einen Namen hin. Kennt ihr das von der Arbeit? Ja. Namen hingeschrieben. Erstmal Namen hingeschrieben. Name, Datum. Name, Datum. Das ist alles schon ein Punkt auch schon? 2 Punkte. Max, Nachname sag ich nicht. Datenschutz. Geht's jetzt los? Ja. Wenn ich das Wort unmittelbar schon lese. Ey, hier hilft man sich nicht gegenseitig, ne? Ja, komm, das ist unklar. Da habt ihr euch wieder falsch ausgedrückt. Bei der ersten Frage, ja. Wo ist das Fußvergehen? Steht da nicht. Ja, das heißt? Das kann überall sein. Nein. Nein. Guck mal hier. Da hängt Hilfestellung. Oder hinter dir. Da. Ort. Was könnte es denn sein? Wo Ball? Nein. Wo gestroffen? Hat er ihn getroffen? Ja, eben nicht. Und was steht dahinter? Sollte. Jetzt hat man auch irgendwie so zu helfen. Ey, halt dir die Fresse. Fünf Fehler darf man machen, ne? Gut, die ersten fünf Minuten sind um. Eine Frage haben wir noch nicht. Du hast doch gerade eben beantwortet. Zurück. Die erste Frage beim Test. Ein Mann hat 6 Töchter. Sag mal still, ey. Aber nicht schlecht, Klaus. Er wird so durchfallen. Und das ist jetzt die Elite hier. Man hilft sich ja aber auch gegenseitig. Ne? Ist schon. Sei doch mal still, du redest die ganze Zeit, störst alle. Hat er recht. Schweige Einhorn, ne? Schweige Einhorn für alle jetzt. Warum hört sie mich denn die Antwort schon weiß? Abzusichern. Musst du absichern. Der Vincent, der versaut sich hier gerade seine eigene Karriere wegen dir. Seid alle still. Alter, das ist ja doppelseitig. Sind die verrückt oder was? Ach, das ist wieder so eine Scheißfrage, ey. Ja. Darf der da stehen? Eigentlich nicht. Ist es dann unwirksam, weil er da steht und muss wiederholt werden? Oder weißt du, was ich meine? Vincent? Nee, die Fragen, ihr seid richtig eklig, seid ihr. Die Fragen sind ausgewendet. Schau mal. Der Abwehrspieler steht nahe des Eckfahne beim Strafstoß. Der darf da gar nicht stehen. So. Ja, wo ist Vermutung? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was wollen die? Warum so ein berühmter TV-Moderator und Entertainer eigentlich so wenige Zuschauer hat? Wie viele Zuschauer sind es denn? 107 gerade. 20 sind viel. 20. Genau, da steht eins. Ballorientiert im 16er, danach 11 Meter. Muss ich aber trotzdem verwarnen wenigstens. Ich kann nicht ohne Karte gehen lassen. Das ist ja quasi Notbremse, die abgeschnitten. Richtig, also Notbremse abgeschnitten. Ja, das hast du gestern sogar noch gesagt im Pool. Ja, aber ich bin heiß, müsste gerade laufen. Bleib mal hier ein bisschen. Aber ich gucke auch ab, ist mir scheißegal, steh auf und sag, was hast denn du da bei der 15 geschrieben? Ihr macht Teamarbeit zusammen? Ja, wir machen. Man kennt sich, ne? Ich darf es auch gerne dazu trauen. Geil, oder? Frage 12, seine Frage 12. Hast du auch die Frage 13 schon fertig? Bin schon längst fertig. Längst. Das wird kommen heute. Sind wir uns einig, dass sich keiner fragt, oder? Okay, was wollt ihr wissen? Lasst uns gemeinsam durchfahren. Wo Ball reicht. Ja. Persönliche Strafe. Der Schütze täuscht, glaube ich. Das ist der beste Test aller Zeiten. Jeder hilft hier jedem, ist ja Wahnsinn. Ich mache das hier alles alleine, ne? Alle machen Teamarbeit. Ich mache das. Vincent. Wenn ich mal zugespielt bin, ne? Jetzt weiß ich aber, was du meinst. Wenn ich mal zugespielt bin, dann darf man ihn erstaufen. Das ist immer ein direkter Freistoß. Ja, aber du hast ja mal richtig rausgeschrieben. Ja, ich wollte nur mal kurz Rücksprache halten wegen denen, weil die sind so laut. Das ist ja jede Frage, die du gestellt hast, hast du selbst beantwortet. Das war richtig. Ja, komm, mach das weg. Da muss ich rot geben. Rot? Was? Ja, ja.
Stoppt den Ball, der geht hin, Torwart, Krabben und hinten. Leerbart. Leerbart. Herr Hartmann, kommen Sie mal bitte mal. Herr Hartmann, ich möchte ganz persönlich mit Ihnen sprechen. Ich möchte ganz persönlich mit Ihnen sprechen. Kommen Sie mal bitte. Kommen Sie mal bitte ganz kurz hierher. Vincent, du hast doch Ahnung. Darf ich Namen sagen? Ja, darfst du sagen. Komm mal her bitte. Ich habe eine persönliche Frage. Das hast du nur bei der Nummer 3 geschrieben. Und dann sagt der Oberschiedsrichter, Hauptmann, Herr Schradin, setz ihn bitte wieder. Ja, hallo, ich frage doch nur, wie die Aufgabe 3 ist. Der Ball liegt an der Großschule und er geht ihm mit der Hand auf, bevor der Stürmer ihn einschieben kann. Dann ist es ein Zentimeter zum Schluss zurück. Doch, lies mal bitte vor. Was? Der Torwart rettet den Kader, bevor der Stürmer ihn einschieben kann. Dann ist das Rot für den Torwart. Siehst du es auch so? Das ist schon ziemlich hart, oder? Das ist nicht mal. Aber ich würde auch kein Gut geben. Aber Elfmeter müssen wir. Warum schreibst du den Test? Ja, eigentlich hat er so ein bisschen. Ach Mann, die Frage lasse ich aus jetzt, komm. Das hast du doch nicht mit der Meinung gelöst, oder? Doch. Weil ich es gelernt habe. So, und jetzt muss man zu tun. Wo ist denn Vincent jetzt? Vincent? Hier ist er noch. Wenn der Torwart, wenn der Abwehrspieler den Torwart den Ball hinlegt. Guck, ganz kurz, guck mal, alle Gruppenarbeit, nur ich nicht. Wenn ich durchfalle, ich sag euch, wenn es was los ist, ich hau euch alle zusammen. Kopf muss. So, und jetzt kommen die Fragen für die ganz Großen, für die Bundesliga-Schiedsrichter. Die hab nur ich die Fragen. Der auf dem Spielbericht eingetragene Co-Trainer. Dankeschön. Strafschuss für die Heimmannschaft. Hier, die machen Gruppenarbeit, ne? Hier überall. Hier. Teilkreis, darf der in Teilkreis rein? Der Mitspieler? Nee, auch nicht, ne? Nein, der darf keine stellen. Also, Spielfortsetzung. Ist dann Wiederholung? Ich weiß es nicht. Wenn der eigene Spieler reinläuft? Nee, ne? Der gilt als verschossen, ne? Achso, du bist bei der 18, ne? Und dann gibt es indirekter Freistoß für den Gegner oder Abstoß. Der eigene läuft zu früh rein und dann verschießt er. Da gibt es eigentlich keine Wiederholung. Da gibt es keine Wiederholung. Die 18. Lese doch erstmal die Frage. Hab ich doch schon gelesen. Schon dreimal gelesen, den Scheiß. Ja, ich habe jetzt mal indirekten Freistoß pro Ball berührt. Habe ich jetzt mal genommen. Da stehen ja Hinweiswörter drin. Genügend. Ja, eben. Indirekter Freistoß, wo berührt wurde. Punkt X und kann gesehen schon. Ja. Braucht ihr was? Brauchst du was? Max bietet Hilfe an. Wird gelacht vom Ausbilder. Der Ausbilder lacht mich aus. Wenn der Schradi mit dem Bleistift kommt und alle fragen wieder, Max, hast du die Frage 7? Natürlich habe ich Frage 7. Die reden nicht von dir, oder? Nee. Was ist denn, wenn der Schiedsrichter vergisst, den Arm zu heben? Ist der blöd? Was ist denn dann? Würdest du wohl rausnehmen, den Schiedsrichter? Den Schiedsrichter rauswechseln? Ja. Bei der Ausführung eines indirekten Freistoßes vergisst der Schiedsrichter, den Arm zu heben. Egal, es bleibt indirekt. Der Ball geht direkt ins Tor. Ist so ein Fehler vom Schiri. Wiederholung. Musst du Wiederholung machen? Spielfortsetzung. Junge, wie du da durchmarschierst, gell? Krass, oder? Ja. Was sagen die Zuschauer? Sind sie zufrieden mit mir? Ja. Was denn? Gibt's Kritik? Es kommen aktuell wenige Sachen. Du musst jetzt mal hier kommen. Warte mal, jetzt fertig. Letzte Frage, komm. Jetzt kommt meine Stärke. Jetzt gehe ich zu den Prüfern, leg das hin, bleib daneben stehen und belaber die. Komm mit. Ich muss meine Maske aufziehen, Freunde. Nein, lass es gemeinsam machen. Wenn du Fragen hast, ich sitze da. Kommst du nicht? Wird das jetzt hier noch an Ort und Stelle? Wenn du was nicht lesen kann. Wird das jetzt hier noch überprüft alles? Wenn du was nicht lesen kannst, fragst du kurz verständnishalber. Das ist clever, extra undeutlich schreiben, dass du sagen kannst, das stand da eigentlich anders. Weil dann macht er so oder so und dann sag ich meine das. Ja. Oh, ich hab gerade gedacht, der kommt schon.
Okay, Freunde. Ich habe alles gegeben. Sportlich. Fachlich. Fachlich. Da stehen. Und den Kopf. Der aufpassen. Da wird genau kontrolliert. Genau. Da wird genau kontrolliert. Hey Vincent, lass mich nicht durchfallen. Ohne Scheiß. Monatsmiet übernehme ich. Komm. Fair Play, oder? Wie fandst du mich? Ja, Fair Play wird bei mir ganz groß geschrieben. Also am Laufen. Also du warst gut beim Laufen, du hast es ja geschafft. Ja. Punkt 1. Punkt 2, es war viel, viel billiger, als ich gedacht habe. Bist du bescheuert? Das war ja ein Witz. Das war doch kein Witz, das schaffst du nicht aus dem Stand. Das schaffst du aus dem Stand. Du warst gerade gelaufen, bin, ohne dich warm zu machen. Das glaube ich dir mit dem Anzug. Natürlich. Das glaube ich nicht. Natürlich. Hast du gesehen, wie kaputt ich war? Ja, und der Rest war gelangweilt. Merkt euch Vincent Chantry, geht mal auf Insta. Vincent Chantry. Ich schwöre es euch, der macht Bundesliga. Ich schwöre es euch, Bundesliga-Trainer. Und FIFA-Schiedsrichter. Ich schwöre es euch, der ist geisteskrank. Auftreten, Wirkung, Kommunikation auf dem Platz mit den Spielern, Regelkunde, der ist geisteskrank. Der weiß alles. Alles. Es gibt nichts auf dem Platz, da kann ein Flugzeug landen auf dem Platz. Der weiß, wie die Spielfortsetzung ist. Ohne Scheiß. Wie ist die Spielfortsetzung? Schon indirekter Freischuss, oder? Wenn ein Flugzeug landet, Schiedsrichterball. Höhere Gewalt. Oh, ich hab einen Haken gesehen. Vincent weiß, oder? Vincent? Der Daumen ging hoch. 36 von 40. Ich hab zwei Fehler? Was? Wo denn? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich hab's verstanden, Freunde. Eine Frage? Frage 12. Ein Spieler schlägt aus Verärgerung mit über die Seiten hinweg einen Mitspieler. Außerhalb des Feldes, der behandelt wird außerhalb des Feldes. Der Spieler selbst steht dabei im Spielfeld und der Ball wird im vorderen Mantel der beiden Spieler entscheiden. Hast du dann den indirekten Freischuss, wo der Ball war? Nee, aber Begrenzungslinie. Indirekter Freischuss, weil es der Mitspieler ist. Und das ist indirekter Freischuss, habe ich doch. Ein D. Nee. Indirekt. Ey. Ist indirekt, ja? Ich habe dich noch gefragt vorhin. Das ist eine Ausnahme, wenn es Ausnahme ist. Das ist eine Ausnahme, ey. Was noch? Das. Aber das steht auch im Spielbericht. Er gibt nur Coachings, ne? Ich hab gedacht, der schimpft. Dann hätte er unsportlich gespielt. Oh, komm, Vincent. Ich hab gedacht, der schimpft. Aber der hat doch bestanden. Der hat doch bestanden, oder? 36 von 40, sorry. Ich hab bestanden. Ja. Und zwar alleine, ohne Gruppenarbeit. Ohne Gruppenarbeit. So wie die ganzen anderen Kollegen. Ich finde es gut, dass du die Fragen, die du gestellt hast, dass du die dir selbst beantwortet hast. Junge, Vincent, ohne Scheiß, das hättest du auch nicht gedacht von mir. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Auch den Fitnesstest? Der ist ja billig. Aha. Ey, ihr sagt, darf ich gehen? Willst du mal meinen laufen? Nee, deinen will ich nicht laufen. Den bin ich gelaufen. Ich weiß noch, mit dir zusammen, weißt du noch? Sag es, wie es war. Vor 3-4 Jahren sind wir die ganz großen Tests gelaufen. Hessen. Und? Ich hab's auch mal geschafft. Aber auch mal überhaupt nicht, ne? Weißt du noch? Boah, die Sprinten, es ist geisteskrank, das sind ja alles Hochleistungssportler, ne? diese ganzen Bundesliga-Schiedsrichter, alles Hochleistungssportler. Und dann komme ich, Alter, die waren richtig sauer auf mich. Mein Lieber, ich hab's geschafft. Junge! Nein! Sport, du hast doch beschissen. Ich hab nicht beschissen. Die haben alle Gruppenarbeit gemacht. Nur ich nicht. Als ob du das alleine gemacht hast. Ich hab alles allein gemacht. Ich schwör's dir, alles allein gemacht. Kinder, komm her. Also jetzt. Einfach. Kann man. Ist einfach. Indirekter Freistoß. Ja, genau. Stopp, die haben noch den Test gar nicht gemacht. Ja, eben. Das ist doch geil. Danke, Marc. Wir wussten ja die Antwort. Und das ist doch aufgenommen. Ja. Unterzeugen. So. Direkt abwecken. Pass auf, vielleicht hier vor dem Traktor vielleicht. Ja. Weil der zeigt die Kraft. Also Max, du hast jetzt sowohl den Fitnesstest bestanden, natürlich. Herr Schradin, und auch den Regeltest. Frag mich. Mit Hängen und Würgen. Aber wie bitte? Was, du Arschloch. Was macht das mit Ihnen? Pass auf, das macht mir volle Euphorie, volle Champagner fließen durch meine Adern jetzt. Champagner bis heute Abend. Der Chat feiert, Freunde. Ich werde nachher nochmal Gewinnspiel. Ich werde nochmal was raushauen heute. Für alle, die mitgemacht haben. Ehren habe ich heute Abend nochmal. Ich gehe nochmal rein. Wir werden noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe keine Gruppenarbeit gemacht. Ich gehe nachher noch mal kurz rein. Wann wollen wir reingehen? Ehren habe ich. Gleich noch mal von zu Hause in einer halben Stunde. Ein Ehren habe ich. Ja, muss man schon heute noch. Ne? So, pass auf, ich gehe gleich noch mal. In einer halben Stunde gehe ich kurz noch mal. Ich fahre jetzt heim, gehe kurz runter in den Keller. Ich gehe sofort live. Ihr kriegt eine Nachricht, wenn ich live gehe. So, in einer halben Stunde gehe ich live. Direkt noch mal so 10 Minuten. Mach eine Ehren habe ich Verlosung an jeden, der heute mitgeguckt hat. Kommt ein Ehren habe ich draus. Nee, einer geht raus. Ein Ehren habe ich geht raus. An irgendeinen. Dieser Gold habe ich, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich bin topfit, ich könnte wieder laufen, ich bin richtig geisteskrank gewesen. Alle haben Gruppenarbeit gemacht, alle, habt ihr das gesehen? Ich habe nur einmal eine Verständnisfrage gehabt beim Vinzi, einmal. Ja komm, das ist unklar, da habt ihr euch wieder falsch ausgedrückt. Bei der ersten Frage, ja. Muss ich aber trotzdem verwarnen, wenigstens. Ich kann eine Ehrenkarte gehen lassen.
Das ist immer ein direkter Freistoß. Herr Hartmann, kommen Sie mal bitte mal, Herr Hartmann. Ich möchte ganz persönlich, mit Ihnen sprechen. Wo ist denn Vincent jetzt? Vincent? Hier ist er noch. Strafschuss für die Heimmannschaft. Hier, die machen Gruppenarbeit, ne? Hier überall. Hier. Teilkreis, darf der in den Teilkreis rein? Der Mitspieler? Nee, auch nicht, ne? Ja, ich habe jetzt mal indirekten Freistoß wobei berührt. Habe ich jetzt mal genommen. Da stehen ja Hinweise, war da drin. Genügend. Ja, eben. Indirekter Freistoß, wo berührt wurde. Vom Dixon kann ich eben schauen. Ich habe nur einmal eine Verständnisfrage gehabt beim Vinzi. Einmal Schiedsrichtervereinigung Hochtaunus. Da sind die ganzen Leute drauf. Wirklich, holt euch das. Like die Dinger. Like die Dinger, abonniert die Dinger. Schiedsrichter. Und Vincent Chantry, den Namen merken. Vincent Chantry. 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 Vincent Chantry, eingeben, Schiedsrichter. Ist auch auf der Homepage von der Schiedsrichter Hochtaunus. Ist auch mit mir befreundet. Vinzi heißt er, glaube ich, oder Vinny oder so. Ist auch scheißegal, ich habe gewonnen. Steigen wir ein? Noch ein bisschen live? Ja! Ja! Was ist los? Was ist los, Kamera zu mir? Was ist los? Leck mich am Arsch. Warte. Dreh das Ding zu mir, Freunde. Ich habe sie alle weggewichst. Alle weggewichst. Fitness. Was ist mit meiner Fitness? Kamera zu mir. Was ist mit meiner Fitness? Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit meiner Fitness, Leute? Was? Ich bin da rumgerannt. Wie ein Berserker. Bam, bam, Sprint, das, dies, bam. Dann Regeltest, was? Und der eine Fehler war diskriminierend. Der war diskriminierend, der eine Fehler. Wenn ein Co-Trainer auf dem Spielberichtsbogen steht und als Co... Halt die Fresse. Hey! Und als Co-Trainer Anweisungen gibt, darf er das? Ich habe geschrieben nein, weil ich gedacht habe, er motzt. Aber natürlich darf er es. Natürlich. Frage falsch verstanden. Ja, ich habe mich aber nochmal eingeschaltet bei der Frage, ne? Wenn du dich erinnerst. Das ist mein Karrierehoch, Freunde. Das sind die Dinge, über die ich mich freuen kann. Schiedsrichterleistungsprüfung. Das sind die Dinge, da gehe ich ab. Das ist das Geilste für mich. Ich hab's. Keiner hat an mich geglaubt, seid ehrlich, Chat. Keiner hat an mich geglaubt, ich hab's alle weggewichst. Alle denken jetzt so, oh, der braucht jetzt erstmal eine Pause. Der muss jetzt erstmal so eine Woche lang. Alter, ich hab bestimmt. Hast du gesehen, als ich durch den Punkt durch bin? Alle so, mich so gekleppt, die ganzen Spielermütter und so. Haben mich alle gekleppt. Weißt du, wie du dich gerade fühlst? Ja. Du fühlst dich gerade wie so nach deinem letzten schriftlichen Abi, gell? Wuhu! Ich hab bestanden, Freunde. Und vor allem, ich hab sie alle weggemacht. Das Geile ist, ich habe mir die schwerere Prüfung gemacht. Die anderen, die in der Gruppenarbeit gemacht haben, ne? Normalerweise Einzelarbeit, die haben alle Gruppenarbeit gemacht, ich nicht. Und was ist passiert? Die haben Gruppenarbeit gemacht und haben ja den einfacheren Test gehabt. Ich will ja höhere Ligen pfeifen. Die hatten doch alle den gleichen? Nein! Ich hatte doch noch die Oberliga-Fragen. Ach so, ernsthaft? Ja! Der letzte Zettel, die 5. Ach so, da wurde das dann auch... Das war das Zusatz. Ja klar, da hast du natürlich auch Federn gelassen, ne? Hab ich gar nicht. Natürlich. Ein mit diesem Dings. Ja. Frag mich, interview mich. Weißt du, was ganz räudig war von dir, Joris? Dass du mich direkt nach dem Lauf gefragt hast, wie ich mich fühle. Und ohne Scheiß, ich war medizinisch tot. Ja. Ich war medizinisch tot. Soll ich mal rausrufen? Bestanden! Bestanden! Ciao! Ciao, mein Freund! Ciao, bestanden! Yeah! Geil! Alles Fans! Das laberst du, der hat auch geschrieben. Ach so. Das war der, der genau wusste, wie belegt das ist. Der so völlig gelangweilt der hingegangen ist, ne? Der ist auch völlig gelangweilt. Guck mal, 10:58 Uhr, wir sind schon weg. 10:58 Uhr, wir sind schon weg. Chat, erstmal vielen, vielen Dank, ne? Alle wart ihr da. Gestern habe ich geweint. Ich bin gestern ins Bett gegangen. Ich hatte 10 Zuschauer, weißt du so. 10, 15 Zuschauer. Das war deprimierend. 10, 15. Mein Anspruch ist schon, 30 zu haben wenigstens. Hier wird gerade gesagt, dass ich gemein zu dir war. Wie ist? Du wirst es schaffen. Du wirst auch es schaffen. Ich habe es auch geschafft. Wollen wir einen zweiten Gang schalten? Wie sagt er einfach? Ey, ich hab die Leistung probiert. Ja, Mann! Ich hab sie bestanden! Bestanden hier, verdammte Scheiße! Wacht auf, Bad Homburg! Raus aus euren Löchern! Hier, vielleicht können wir der Familie mal kurz sagen, dass ich bestanden hab. Hier den. Mal ganz kurz. Entschuldigung, ich wollte Ihnen einen schönen Samstag wünschen. Soll ich Ihnen was sagen? Ich hab die Schiedsrichterprüfung bestanden. Eben gerade. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich wollte die Freude mit Ihnen teilen. Ist er sprachlos. Okay, was soll er sagen? Ja. Was war mit ihm gerade los? Ich weiß nicht, der hat sich mit mir gefreut. Der konnte kaum reden. War so unfassbar. Vielleicht sagt er mal Glückwunsch oder irgendwas? Ja, oder Ihnen auch einen schönen Samstag oder so. Ja? Du wusstest ja gar nicht, was abgeht. Kann ich hier vorbei? Okay, was machen wir? Okay, ich lass dich. Okay, fahr du noch mal rein. Hier, du kannst hier noch mal rausfahren. Genau, fahr du raus und dann hier so rein.
Ja, du musst jetzt nach vorne fahren. Langsam, langsam, langsam. Fahr nochmal zurück. Fahr nochmal zurück. Jetzt du, DPD, du darfst vor DHL. Alles klar. Gerne. Ja, lacht euch alle aus, ne? Führerschein gewonnen. Geisteskrank hier in der Stadt. In der City. Dankeschön fürs Warten. Arschkopf. Fahr ich hier mit dem vierten Gang hoch? Junge, wie euphorisch bist du gerade? Leute, was ist los? Ich raste aus, wir sind Europameister. Leck mich am Arsch. Weltmeister sind wir. Champions League-Sieger. Was ist mit euch? Warum seid ihr so unfreundlich alle? Grüßt mich doch mal. Schönen Samstag. Euch allen. Merhaba. International. Schönen Samstag. Hallo. Ich liebe euch alle. Ich küsse eure Augen. Prüfung bestanden, Leute. Was ist los mit euch? Ich habe sie alle weggerissen. Alle. Ohne Scheiß. Ich habe sie alle zerrissen. Das hätte keiner erwartet von mir. Schau, sei ehrlich. Wir haben gestern noch geübt, ne? Ja. Entschuldigung, Kohlensäure vom Energy-Getränk. Ich lag gestern in meinem Pool, 8 Meter auf 12 Meter, lag ich so drin. Beim Nachbarn, ne? Ich lag in meinem Pool, 8 Meter auf 12 Meter. Was ist los? Und hab diese scheiß Regeln jetzt. Ich fahre einen dicken RS6. Auto geliehen von meinen Eltern, was ist los? Oh Gott, ist scheißegal. Ist scheißegal, Freunde, ich bin bei euch. Gegenverkehr vorbeilassen, wartet mal ganz kurz. Okay, blinkt ihr alle? Okay, dann fahr ich jetzt einfach. Ja, was? Bleib auf deiner Spur. Ich kann fahren, was? Ich hab's gemacht! Juhu. Gott, es ist so geil. Der Tag ist uns, Freunde. Chat, der Tag ist uns.